Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Zurück mit unserem Let's Play Europa Universalis. Das letzte Mal haben wir den Restore. Den Restore Union Kriegsgrund gegen Ungarn eingelöst und haben damit uns auch einen mehr oder weniger kleinen Krieg gegen, nicht nur gegen Ungarn, also Ungarn ist definitiv nicht das Problem, aber gegen Dänemark und Genua eingehandelt. Derzeit sind wir noch am Überlegen, wen wir von den dreien am ehesten auseinandernehmen, und ich habe mich jetzt dafür entschieden, Dänemark als erstes anzugreifen. Einfach deshalb, weil da unten ist eine dänische Armee und ich hoffe, dass ich diese Dänen in irgendeiner Weise noch erwische. Wo sind diese Dänen? Da sind sie, nach Umbrien. Die sind wahrscheinlich auf dem Weg nach Rom. Ich hoffe es doch. In Rom kann ich gut angreifen. So, hier kommt es da auch nach. Bitte, danke. Leider haben sie uns ganz die ganzen Niederlande erobert, aber das wird schon wieder. Jetzt machen wir nochmal umgekehrt, jetzt erobern wir mal da was. Nö, na gut. Dann gehst du mal daher. Und wir schauen, wie schnell wir das da erobert haben. Naja, nicht so schnell wahrscheinlich. Aber um ehrlich zu sein, gegen die Wahnsinnigen brauchen wir ja gar keinen. Wir brauchen nicht unbedingt einen überwältigenden Sieg, sondern wir müssen nur einen weißen Frieden kriegen. Und den kriegen wir, wenn wir ihnen die Volkshoschen hochtreiben. Es schaut so aus, als könnte sich wieder ein Dings bilden. Schaffst du das raus? Nein. Sehr gut. Ah, verdammt. Den guten Anführer kriege ich jetzt nicht mehr her. Na gut. So, 3,9, 1, oh, die sind uns sogar überlegen, was die Technologie betrifft, glaube ich. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Naja, kann man nichts machen. Oh, die haben sogar schon eine Kanone. Verdammt. Das gefällt mir aber gar nicht. Könntet ihr aufhören, gut zu würfeln? Wenn ihr sterben sollt? Wo rennen die wohl hin? Die rennen bis nach Hause. So, und ihr hier, geht's mir mal daher. Du ebenfalls. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir nicht Genua auseinanderhauen können. Ah, die kümmern sich da eh um Belgien, meine Verbündeten. Es lebe Polen. So, was haben wir da gehabt? Oh, ein Wallbridge, ausgezeichnet. Wir könnten stürmen. Ordering an assault will be costly in lives and also costs 5 Dingsbums. Only a maximum of 10,000 infantrymen will make an effort.
Oh, verdammt. Hinterher, Freunde. Wieso braucht sie so lange? Tausend Genuesen greifen das da an. Ah, die haben Military Tech 7. Ich glaube, die greifen wir nicht an. Die sollen tun und lassen, was sie nicht lassen können. Komm schon, fall vor. Das wäre supi, wenn du fallen würdest. Ah, verdammt. So, kriegen wir da irgendjemanden dazu, sich auf meine Seite zu schlagen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber gut, was soll's. Wir können mal Dings, wir können nochmal Improve Relations machen. Sicher, sicher. Die Dings wird auch irgendwann nochmal aufhören. Die Excommunication. Der nächste Papst, der stirbt. Oh, Ungarn ist wieder da. Schau dir was an. Aber Urbino kümmert sich darum. Finde ich gut. Urbino ist gut. Ja, die sollen sich mal erholen weiter. Aber warte mal. Das kostet nur zu viel Geld. Wir machen Shift Consolidate. Hier geht das langsamer. Bäh. Für die Genuesen. Ihr müsst nicht alles erobern von uns, Idioten. Irgendwie schön, wenn wir das da mal erobern würden, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann doch relativ groß, dass Dänemark einen weißen Frieden eingehen wird mit uns. So, das machen wir uns auch zu einem Chor. So, die zwei gehen daher. Ach Gott. So, dann nehmen wir mal den mit. Dann haben wir zumindest einen plus 1 Anführer hier bei der Belagerung. Passiert wenigstens irgendwas Positives. Machen die Polen und die Litauer auch irgendwas Sinnvolles? Nein, ganz offensichtlich nicht.
ist nur noch Medium Enthusiasm. Na, schau dir was an. Noch auf plus 18. Die sind noch auf plus 43. Na, das könnte ja noch was werden. Ist okay. Damit können wir leben. So, wenn wir das nehmen. Flexible Negotiation. Ja, klar. Wir wollen da schnell durchkommen, damit wir minus 10% auf alles kriegen. So, wir haben jetzt minus 10% vor Maintenance. Das finde ich gut. Das kostet mich dann alles weniger. Finde ich gut. Etwas mehr Geld zur Verfügung für so dumme Dinge wie meine Truppen. Meine dummen Truppen. 50%, yay, mein Anführer ist so großartig, was der alles kann. Oh, sehr gut. Ist ja lustig. Die Ungarn sind so doof. Boah, dann hat er am 14 auch gleich gewürfelt. Sehr gut und praktisch keine Truppen da. So, wie schaut das aus? Colding, wie wäre es mit Fallen? Langsam. Inflation. Inflation ist böse. Komm schon. Oh, ein Disease Outbreak. Soll ich nicht Disease Outbreaks machen? Das heißt, das bescheuerte Ding einfach erobern. An honorable people. Few are the countries in the world who do not claim to value honor and justice, but even fewer are the countries who actually live up to these ideals. Wir machen das natürlich. However, the lack of large-scale and everyday corruption in Austria has made it one of these rare places where principles matter over personal gain. Ha! Wirklich wahr? Even broad Austrian expatriates are sought after for positions of trust. Oh, 20 Prestige, bist du deppert. So ein hoher Prestigewert. Sollten das fast ausgeben. Das macht mehr Geld. Was macht das? Bessere Moral in der Armee. Improved Relations wird besser. Aggressive Expansion wird schwächer. Hohes Prestige ist nicht schlecht. Hilft auch die Legitimität unseres Herrschers aufzubringen. Wie schaut das aus? Wann ist denn das endlich fertig? 1485, August 1485. 1489, okay, noch ein bisschen Zeit. Komm schon. Könnten wir die Colding einnehmen? Das dauert alles so lang. Wir hätten das Ding doch stürmen sollen. Hey, can purchase an ability. Das klingt gut. Können da eins kaufen? Was kann das? Plus 1 Combat Bonus in Terrain of Capital. Warte mal. Was ist das für ein Terrain? Woran erkenne ich das? Ah, verdammt. Terrain Map. Farmland.
Plus 1 in Farmland. Gut, haben wir viel Farmland? Nicht, dass ich wüsste. Da ist Farmland. In Frankreich ist viel Farmland. Da oben ist Grassland. Kein Farmland. Und darüber komme ich sowieso nicht. Na okay. Nein, ich glaube, das wird's nicht. Was macht das? Higher developed colonies. None. Cavalry armies. None. Improved war taxes. Hey, warte mal. Wir können war taxes einheben. Wo erkenne ich das? Wo sehe ich das? Ich kann war taxes einheben. Es kostet 50 meiner Militärpunkte. Land Maintenance Modifier minus 15%. Das heißt, meine Truppen kosten 15% weniger. Arr! Das fällt mir erst jetzt auf. 0060. Warte mal. Okay, und das bringt was? Das bringt War Taxes Cost minus 100%. Ach, das heißt, ich muss dann kein Dings mehr zahlen. Das klingt cool. Transfer Subject. Peace Treaty at Half Cost, yes. Was ist das? Justified War minus 10% Aggressive Expansion. Hm. Now State Edict Feudal de Union. Das klingt cool, das machen wir doch glatt. Dann erhöhen wir doch gleich mal. Ja, es kostet mich wirklich nichts. Finde ich gut. Finde ich gut. Spart uns Geld. Alles ist gut. Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. So, dann machen wir wieder das. Kostet mich das noch weniger. Der ist auf 49%, finde ich gut. Wir sind noch immer auf 42%. Wir könnten mal kurz dieses Dings erobern. Das wäre schön. Da haben wir dann noch kein Dings. Da ist Genua. Ach, danke. Endlich. So. So. Schauen wir uns mal an, was der Wappler dazu sagt, wenn man ihm... Oh, gar nichts sagt dann, naja, gut, soll sein. Hi, interessant. Ja, wahrscheinlich, weil er da drüben was erobert hat, alle möglichen Sachen. Ist okay. Jetzt erstellen wir mal dir dein Land, Freund und Zwetschgenröster. Und dann schauen wir mal weiter, was du von diesem Krieg hältst. So.
Wie schaut's aus? Ist noch immer high? Ah, schaut so aus. Das alleine hilft nicht. Und wir kommen natürlich nicht darüber, weil uns die Schippernackeln dafür fehlen. Schauen wir mal, ob wir Genua hier besiegen können. So, wie schaut das aus? Noch immer auf 23%. Naja, gut. Vielleicht sollten wir einen Teil unseres Prestiges anlegen. Und diese Leute da. So, haben wir noch immer minus 6%? Nein, minus 4. Hey, gehen 10 Prestige, finde ich gut. So. Luxemburg ist auch wieder in unseren Besitz übergegangen. Da drüben, das ist uns egal. Schauen wir mal, ob wir das dann noch machen können, bevor sie uns das erobern. Das wäre mir sehr recht, wenn wir das erobern, wenn wir da sein könnten, bevor sie uns in irgendeiner Form da. Ich meine, wenn wir Genua erobert haben, dann sollte Genua ausscheiden aus dem Krieg. Aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld von ihnen. Hey, warte mal, Battle of Lübeck. Das finde ich ja gut. Okay. Warte mal. Ah, okay. Gut, wir können, glaube ich, ein paar Klicks machen bei den Estates. Yay. Grand Monopoly Charters. Admiralship. So, und dann Diplomatic Point Contribution. So, und schon sind sie wieder illoyal. Kann man nichts machen. So ist das halt. Was ist das? Ja, boah, Exhaustion ist high. Naja, was soll ich tun? Ah, 15 Loyalität. 10 Influence. Ah, das können wir wahrscheinlich nicht machen. Influence ist unter 40. Das gilt für die anderen auch. Na dann werden wir ihnen doch vielleicht das eine oder andere Land zukommen lassen. Da oben gibt es eh einen Haufen Land, das. So, wenn sie das kriegen, sind sie auf 39%. Wenn sie das kriegen, sind sie auf 39,6%. Machen wir das so.
So und so. Okay. Jetzt sind wir da auf über 40%. Noch einmal 10 Influence. Außerdem können wir die vielleicht gleich einsetzen. Nein, wir bräuchten 20. Schade. Das heißt, das war ziemlich sinnlos, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Ziemlich sinnlos sogar. Nein, das wollen wir tun. So, wir brauchen die auf über 75%. Damit wir da 150 Punkte kriegen. 15 sind 67 und 20, 10 sind 77. Das passt. Und 150 Punkte. Und schon sind sie nicht mehr zufrieden oder glücklich mit uns. So, dann könnten wir eigentlich Kirchen bauen. Kirchen sind auf jeden Fall nichts Schlechtes. Bauen wir nur zwei, weil wer weiß, wie das mit unserem Gehalt weitergeht. So, wäre schön, wenn wir Genua einnehmen würden. Ah, okay, gut. Das dazu. Das hat Genua erobert. Kommt schon. Ah, jetzt einmal gut würfeln. Gut würfeln. Dann sind wir Genua los aus dem Krieg. Hoppy. Ah, Defenders Desert ist auch okay. Kann ich leben mit. Rebel Uprising. Oh ja, fürchterlich. Was sind das für Typen? Worship in peace, however the Pope warns us, this will undermine the respect for the Catholic Church. Hm. Und was machen die? Steiermark, Linz, bist du irre? Naja, puh. Jetzt wird es langsam eng hier. Da sind diese ganzen Dings sind schon irgendwie beängstigend. Beängstigend viele von diesen Dingern. Okay, das ist uns wurscht. War Exhaustion is high. Können wir die runterkaufen vielleicht? Hm. Ach ja, einmal machen wir das. Einfach um da etwas besser dazustehen. Ways of Medium. Wie kann das sein? Ich habe norwegische Truppen noch nicht ein einziges Mal gesehen in diesem dämlichen Krieg. Ja, nichts für ungut, aber so. Die Dänen sind da wahrscheinlich nach oben geflüchtet in ihre Heimat. Das heißt, wir werden sie da oben erwarten in Kolding. Mit etwas Glück können wir sie ja doch noch aus dem Krieg rauswerfen. Immerhin schon eine War Exhaustion von 4,3 jetzt. Der Krieg ist ja noch immer nicht lang genug, offensichtlich.
So, die Polen kümmern sich darum. Könnten wir bitte endlich Genua einnehmen? Noch einmal Defenders Desert. Ich meine, finde ich alles okay und gut und schön, aber besser wäre es, wenn nicht nur die Defenders deserten würden, sondern wenn sie auch wirklich aufhören würden. Das goldene Dachel. Schaut was an. Und nochmal 10 Prestige. Finde ich gut. Wir werden diese 10 Prestige gleich einmal darin einsetzen, die nochmal um 10 runterzukriegen. Und auf loyal zu machen. So, dann da, geh weg, das bringt eh nichts. Und so, an dieser Stelle, Herrschaften, werden wir wieder Schluss machen für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, wir spielen Europa Universalis mit Österreich. Hoffentlich werden wir das nächste Mal Ungarn in die Personalunion zwingen können. Lange kann es ja nicht mehr dauern. Genua haben wir bald aus dem Krieg draußen. Dänemark sollte dann recht bald folgen. Ah, da haben wir noch einen Kampf. Finde ich gut. Oh, verdammt, die sind schon um einiges besser als wir. Aber wir gewinnen trotzdem. Na gut, also bis zum nächsten Mal, Herrschaften. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.